komisch, wie sich das jetzt wieder anfühlt, das normale Spiel zu spielen. Oh Gott, ey. So, wann kriegen wir denn die nächste Kiste? Ich muss gerade mal eben kurz gucken. Wir waren jetzt hier, die nächste wird wahrscheinlich dann hier irgendwie kommen. Oh Mann, ich würde hier ganz gerne nochmal wieder hin. Ich muss irgendwie gucken, ob wir... Vielleicht kommt man da nochmal wieder rüber. Ich weiß es nicht. Da müssen wir auf jeden Fall hin. David, Emma, me and my parents and the movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I crack it? So, ich war mein Fehler, weil ich die Buchstaben falsch gesagt habe. Nein, das war nicht dein Fehler. So, lustig, dass du in die Mitte eingegeben hast, so wie ich das auch dachte. Wir haben ja im Endeffekt beide diesen Fehler begangen, um Gottes Willen. Du hast, letztendlich bist du ja auch diejenige gewesen, die den Fehler aufgedeckt hat. Warning, electrical fence. Okay. Dann sollten wir da wohl nicht zu nah rankommen. Ich würde eigentlich ganz gerne sehen, wo wir uns auf der Karte befinden. Das wäre irgendwie cool. Momentan nicht hoch. Kann ich denn? Wir sind jetzt wieder über irgendeine Brücke gelaufen. Das war dann diese hier. Lookout Tower. Ich will die erste eigentlich mitnehmen. Ich finde es ja schon interessant, dass der Detektiv, der Sheriff da ganz alleine diesen Typ verfolgt oder sowas. Ich halte die Stromzufuhr zum Tor ab. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Müssen wir scheinbar hier diesen Schnüren folgen. Okay. Na, mach das Ding auf. One down. There's more. Aber warum gibt es hier so diese Stromkästen so mitten in der Pampa? So, blau. Alter. Gott. Wohin? Müssen wir jetzt hier hochklettern, glaube ich. Irgendwie. Können wir... Okay, bewegen können wir hier nichts. Glaube ich. Sind das eine alte Chipstüte? Kommen wir da hoch. Gott, Musik. Wir müssen doch wahrscheinlich irgendwie hochkommen, oder?
Licht, das ist falsch. Ist mein Kopf jetzt so matschig von diesem Rätsel von vorhin? Ah, wir müssen wahrscheinlich hier schon hoch. Ah. Alles klar. Ein bisschen Jump'n'Run. Alles klar. Second one done. I think there's just one left. Einer ist noch übrig. Sie. Ich finde, dieses Rätsel hier gerade erfordert mich intellektuell jetzt überhaupt nicht mehr. Ich muss zu wenig nachdenken. Das ist zu offensichtlich alles. Okay, da oben ist das Grüne. Gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Hier. Ach, das hier. Das kennen wir schon. Ah, geil. Das war nicht richtig hier. Ah, toll. Das kennen wir schon, das Spiel. Schwupps. Wow. That was the last one. I won't be electrocuted now. Mhm. Pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch. Jetzt, wo man das Rätsellösung weiß von dem Teil, ist das ja einfach. First, I need to cut off power. Hey, haben wir doch. Okay. Alles klar. Folge dem Lokalisierer. Richtung, ja, wir laufen mal hier weiter. Wahrscheinlich kommen wir dann auch schon an die richtige Stelle. Ich renne mittlerweile mal, so groß wie das Gebiet hier ist. Ich glaube, wir laufen momentan nach rechts. Hier eigentlich. Firewatch Chapel. Graveyard. Alles klar. Firewatch Chapel Graveyard. Waterfall. Ruins. Lookout Tower. Irgendwie habe ich keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir müssen jetzt hier hin. Firewatch. He was in this building, but the door is locked now. I'll follow him some more. Watch. Ich will mal eben kurz gucken. Wenn wir jetzt hier lang mal zum Beispiel gehen. Ich weiß, wir müssen hier beim Gebäude was machen. Das scheint der Firewatch zu sein. Signal is coming from the tower. Okay, wir sollen scheinbar doch hier hin. Aber mal gucken, da hinten ist der. Ach, verdammt, hier kommen wir nicht weiter. Mann! Nochmal zum Fluss hin, ehrlich gesagt. Ich wollte X nicht C. Es stört mich, wie gesagt, immer noch, dass wir die erste Tour nicht genommen haben. Du fällst dich schon nicht runter.
Können wir hier durchgucken? Ja, es geht. Hä? Alter. I shouldn't have left her alone again. Wie creepy. Also hier stand er nicht. Soll ich nochmal durchgucken? Nee. Ich dachte, ich könnte hier selbst so ein bisschen rumgucken. Sieht aber schon nice aus. Wenn jetzt der Nebel nicht wäre, könnte man hier bestimmt richtig gut die Landschaft überblicken. Die erste Truhe war bei den Ruinen. Da kommen wir aber wahrscheinlich nicht mehr hin, oder? Na, ich glaube auch nicht. Das ist ja das, was ich versuche. Anomalien entdeckt. Willst du mich verarschen? Ah, verfehlt. Uff. Ja, du Kack-Anomalie. Jawoll. Geht doch. Irgendwann freigeschaltet Mucksmäuschen still. I was right. He's not here. I should look around. Looks like he was hiding something in here. Als ob er hier etwas versteckt hätte. Ja, natürlich dahinter. Ehrlich gesagt, macht das hier überhaupt gar keinen Sinn, die Sachen zu durchwühlen. Da wir ja sowieso eigentlich keine Streichhölzer etc. finden. Ich mach's trotzdem einmal, weil wir vielleicht möglicherweise noch Notizen finden. Vielleicht. Also hier hat sich scheinbar jemand mit ein wenig Essen eingerichtet. Take care of the forest. Ja, gut. Ich würde den Winter zwar als schlimmer ansehen als den Forest, aber gut. Die Schublade. Die kriege ich nicht auf. Die ist zu. Die ist auch verschlossen. Ja, ich weiß, wir müssen an den Teil dran. Hier ist ein Bett. Okay. Alles klar, gut. Gucken wir mal hier. Alles klar, was ist das? Oh, zwei Sachen sogar. Ein Schlüssel und das Teil hier. Zack! Das schon mal weg. Und ein Schlüssel zur Hütte. Ich hoffe, dass ich damit die Tür zur Hütte dort unten öffnen kann. Ach so, eigentlich hätten wir erst zur Hütte hin müssen, feststellen, okay, wir können hier nicht rein. Hätten einen anderen Weg wählen müssen. Haben wir irgendwie jetzt gerade übersprungen. Mhm, okay. Huch. Also ich glaube, die Ruinen müssten... Oh, ich weiß gar nicht, da hinten ist noch ein Turm. Ich kann von hier oben halt relativ wenig sehen aufgrund des Nebels. Da vorne ist der Fluss. Ich weiß halt nicht, ob man in dieser Region auch noch so frei rumlaufen kann. Dann würde ich natürlich selbstverständlich nochmal dahin gehen. Ich werde es auch weiterhin versuchen, irgendwie dahin zu gehen. Hier muss ich, glaube ich, zurück. Wo muss ich denn jetzt hier zurück? Bin ich jetzt doof? Ach, hier ist der Weg. Okay, alles klar. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, schon wieder so ein Moped festgestellt. Okay. Ich laufe noch mal eben schnell in diese Richtung nach da hinten. Ich glaube ganz fest, dass wir vielleicht doch noch wieder hinkommen. Oh, guck mal, das sind doch die Ruinen, oder nicht? Sind die das da oben nicht? Hier ist der Fluss. Da ist die kaputte Brücke. Also, wir müssten eigentlich nur hier rüber. Und dann wären wir da. Können wir hier rüberspringen? Hä?
Nein. Oh, okay. Das ist irgendwie gerade festgebackt. Mann! Nein, was mache ich denn? Oh Mann, ich würde einfach die Karte gerne einfach mit M öffnen. Ich glaube nicht, wir werden das mit den Ruinen noch wiederkehren können. Aber wir waren auch beim Radio Tower so noch gar nicht, ne? Da hinten ist doch auch noch eine Brücke. Hä? Wo? Also wir sind jetzt gerade bei dieser Brücke hier, ne? Welche Brücke meinst du denn? Weil hier ist sonst keine Brücke mehr. Also hier unten kann man vielleicht noch rüber. Mach mal die Map weg. Also da nicht. Wo siehst du noch eine Brücke? Ach, sah so aus. Dann hätte es doch auf der Karte gestanden. Ist das ein Felsvorsprung? Also wir kommen hier nicht in den Fluss rein. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal wieder hinkommen werden. Es piept. So, wir sind hier in der Area ein bisschen, ne, wir können auch hier zum Beispiel nicht zum Fluss hin. Ne, hier ist eine Alpha-Wand. Wir prallen da einfach ab. Mann. Ich kacke das was. Das ist doch doof, ey. Mann, das stört mich. Scheiß Piepen, ey. Du gehst mir auf den Sack. Bin ein bisschen pisst gerade. So, hier können wir erstmal rein. Dann können wir hier quasi scannen. Oh Gott, ey. Hier haben wir schon Schlüssel geholt und dann, ja, jetzt müssen wir erstmal Zugang zum Keller finden. Wir brauchen einen unterirdischen Gang unter dem Fluss. Gut, ja. Und du weißt auch bestimmt, wo der ist, liebe Eve, oder? Sieht so ein bisschen wie eine Arena aus da vorne. Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Natürlich, dann funktioniert's. In der Hütte durch den Keller. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Alles klar. Dann müssen wir hier was machen. That's probably the basement door. Where can I get the password? The door is locked. Enter the password. Passwortzurücksetzung. Okay. Guck mich erstmal hier ein bisschen um. Hier haben wir erstmal eine Notiz. Notizen zur Observierung von Adam und Emma. Scheiße, er kennt jedes Detail, als ob er in unserem Bett geschlafen hätte. Was? Adam ist um 5.21 Uhr aufgewacht, obwohl er gestern erst spät in den Schlaf gefallen ist. Emma um 8.40 Uhr ist um 8.40 Uhr aufgestanden. Danach haben sie gemeinsam gefrühstückt. Als sie ihn fragte, ob er die erste Nacht
im neuen Haus gut geschlafen habe, log er sie an und sagte, ja, er schläft gerade einmal 5 bis 6 Stunden am Tag, manchmal auch weniger. Oh Gott, er ist ja schon kacke. Es ist nicht seine einzige Lüge gegenüber seiner Frau. Emma hat jedoch auch ihre eigenen Geheimnisse. Beide geben an, sich gegenseitig vollständig zu vertrauen, doch das ist nicht der Fall. Heutzutage kann man niemandem trauen, nicht einmal sich selbst. Okay. Die wissen wirklich alles über uns. Was ist das? Foto eines Autos. Das ist unser Auto doch, oder nicht? Er lag bereits auf der Lauer, als wir hier ankamen. Alle drei? Wussten diese Biskay sogar, dass wir ein Kind erwarten? Scheinbar ja. So, interessante Notizen, die wir hier finden. So, hier ist in den Schubladen nichts drin. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Hier ist man nicht. Was muss ich hier machen? Ach so, da muss ich dann die Leinwand mit am Projizieren. Alles klar. Hier ist nichts drin. Das Bild war eh hässlich. So. Noch Schubladen. Ein paar Schuhe. Ist aber nichts drin. Hier scheint noch jemand zu wohnen. Da stand aber wieder rotieren auf dem Bild. Was? Auf dem hier? Ja gut, wir können hier das hier machen, ne? Aber das war's dann auch. Was können wir hier machen? Lost. So sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? Das Ding war gerade ziemlich laut. Mach das lieber mal immer. So hättest du auch den Hinweis hinten auf der Map gesehen. Ach so. Ja gut, aber man muss jetzt dazu sagen, die Map ist natürlich schon ein Gegenstand gewesen, den wir vom Spiel her aufnehmen mussten. Ne? Also das, bei solchen Gegenständen macht es wahrscheinlich Sinn. Oh, habe ich noch gar nicht geöffnet. Aber bei so random Sachen, die einfach irgendwo rumliegen, da brauchen wir es natürlich nicht machen. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Notizen finden. Hier haben wir nichts. I better check what this lever is for. Achso, da können wir die Fenster für dich dunkel machen, damit ich wahrscheinlich gleich den Projektor sehen kann. Machen wir gleich alles. Wie gesagt, erst nochmal ein bisschen hier. What is that son of a bitch up to? Ein Haufen Notizen. Notiz über Adam und Emma. Ich würde es gerne lesen. Geheime Notizen eines sowjetischen Spions. Er hat jede meiner Bewegung überwacht, aber warum hat er auf diese Weise darüber berichtet und warum hat er manche Buchstaben klein geschrieben? Lesen. Adam hat etwas unter einem Brett gefunden, als er einige Kartons zum Dachboden brachte. Was er gefunden hat, ist viel, viel wichtiger, als er vielleicht denkt. Emma sieht manchmal aus, als ob sie Angst vor etwas hat. Sie war es, die unbedingt umziehen wollte. Er hat mit D gesprochen, ich glaube David oder so hieß der, tappt aber noch immer im Dunkeln. Auch eine weitere Person hat Verbindung zu denen aufgenommen. Sagen wir mal, ich habe überall Augen und Ohren. Er hat manche Sachen klein geschrieben. Kommt da irgendwas raus? A. D. A. M. Adam. W. E. IS, Adam, Weiß, Smooth,
Adam, achso, weiß immer. No. Nie. Weiß immer. Nio. Nio? Nie. Och. So sind wahrscheinlich groß, oder? Weiß immer nicht. Achso, nee, das ist wahrscheinlich. Weiß immer noch. Das hier ist nicht klein geschrieben. Das ist zwar klein geschrieben, aber das brauchen wir nicht. Weiß immer noch nicht. Nichts von mir. Adam weiß immer noch nichts von mir, steht da. Genau. Adam weiß immer noch nichts von mir. Aber warum? Was bringt uns das? Adam weiß immer noch nichts von mir, okay. He's marked the places with the relays on the map. It seems I've gotten rid of them all. So we had been bugged all along. Fuck me. Okay, also die ganzen Bugs, die er überall platziert hat, die Wanzen. Hier kann ich was aufmachen. Hallo? Das Geräusch ist cool. Thermochromic pigment. It has something to do with temperature. Okay. Hier muss ich wahrscheinlich später was dann drauflegen, alles klar. Dafür brauche ich wahrscheinlich erst den Reaktor. Den Projektor. Reaktor. Okay. Gucken, was haben wir hier oben noch Schönes. Maybe I should check what this button does. Was? Schalter? Hä? Ach der. Ja, machen wir auch gleich nochmal. Da lag noch was, ich weiß. Oh. Das brauchen wir auch. Da ist ein Ausrufezeichen dran, das heißt, das müssen wir auf jeden Fall machen. Hier auch. My gut tells me someone has written something here. I can't make it out. There must be a way to unravel it. Vom Spion hinterlassene Seite. Meine Intuition sagt mir, dass er versucht, etwas mitzuteilen, aber ich kann die Wörter nicht lesen. Ich muss sie zuerst entschlüsseln. Okay. Was haben wir hier? A book on encrypting. Someone has marked certain pages. Okay. Titelseite Dr. Lawrence Waterhouse. Kryptographie, Codes verstehen und meistern. Okay. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Der Chiffre der Spartaner Skytale, eines der ältesten Verschlüsselungsverfahren, das im alten Griechenland eingesetzt wurde, Punkt. Es wurde nachweislich unter anderem durch die Spartaner verwendet, weshalb es auch als Chiffre der Spartaner bezeichnet wird. Hierbei wurde eine Nachricht auf einem Pergamentband geschrieben, das um einen Holzstab gewickelt war. Die Nachricht konnte nur gelesen werden, wenn der Empfänger einen Stab mit dem gleichen Durchmesser besaß. Ich kenne das, da hatte ich sogar mal in einem Buch, was ich gelesen habe, auch so eine ähnliche Methode, diese mit diesen Chiffres und so weiter. Der Cäsar-Chiffre, Verschiebechiffre, ein Verfahren, das nach dem berühmten römischen Herrscher Julius Cäsar benannt ist, der es für seine private Korrespondenz verwendete. In diesem simplen Verfahren werden einzelne Buchstaben des Ausgangstexts gegen andere ersetzt, die in seinem bestimmten Abstand weiter hinten im Alphabet zu finden ist. Das ist das, was wir im Endeffekt jetzt momentan haben. Enigma, eine tragbare Verschlüsselungsmaschine, die vom deutschen Ingenieur Arthur Scherbius entwickelt wurde. Die Enigma-Maschine kombiniert elektrische und mechanische Systeme. Sie basiert auf der Verschlüsselung einzelner Buchstaben auf elektrischem Wege, wobei
sich drehende Rotoren dafür sorgen, dass der Signalweg ständig geändert wurde, wodurch die Nachricht mit einem polyalphabetischen Chiffre kodiert wurde. Texte, die mit einer Enigma-Maschine verschlüsselt wurden, können erstmals 1932 von den polnischen Kryptoanalysten Marian Rejewski, Henryk Sygalski und Jerzy Rutschitski entschlüsselt werden. Ihre Arbeit half Alan Turings Team, den Enigma-Code zu knacken, der von der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde. Thermochromes Pigment, eine Substanz, die ihre Farbe bei Temperaturanstieg oder Abfall verändert. Thermochromismus wurde erstmals in den frühen 1970er Jahren entdeckt, als Wissenschaftler feststellten, dass einige Moleküle oder Kristalle je nach Temperatur unterschiedliche Formen annehmen können, die nur in ihrer optischen Eigenschaft variieren, wodurch sie nur bei einer bestimmten Temperatur sichtbar wurden. Unsichtbare Tinte, Sicherheitstinte, eine farblose Substanz, die zum Schreiben verwendet wird und direkt bei Anwendungen oder kurze Zeit später unsichtbar wird. Diese Art von Tinte kann in folgenden Unterarten unterteilt werden. Tinten, die durch Wärmeentwicklung sichtbar werden, Tinten, die durch chemische Reaktionen sichtbar werden, Tinten, die unter UV-Licht sichtbar sind, Tinten, die Beschaffenheit des Papiers ändern. Kurz AFK, warte mit dem Rätsel. Ich brauche sie wahrscheinlich eh. Rückseite. In diesem praktischen Leitfaden für Kryptographie von Dr. Lawrence Waterhouse, bekannt durch frühere Bücher wie Kryptonomikon und Schlüssel und Schloss, wird die Geschichte von Chiffren und geheimen Nachrichten auf fesselnde Weise nacherzählt und aufgezeigt, welche enorme Auswirkungen diese auf Kriege, Nationen und Individuen hatten. Das Buch bietet auch einige praktische Ratschläge für diejenigen, die sich für professionelle Verschlüsselung und Kryptoanalysen interessieren, von der Antike bis hin zu modernen Maschinen, welche die berühmte Enigma-Maschine nach dem Krieg ersetzt haben. Alles klar. So, ich nehme erstmal noch das Moped hier auf. Ein Dia. Wenn ich sehen will, was drauf ist, muss ich es zuerst in einen Projektor stecken. Okay. Wir haben schon mal ein Dia aufgenommen. Wofür ist dieser Knopf hier?